Hallo, ich grüße dich auf Glück ist eine Entscheidung, dein Impulskanal. Hier kriegst du ganz viel Inspirationen für deine verschiedenen Lebensbereiche. Und wenn dir die Impulse gefallen, wenn dir die Videos zusagen, wenn dir das weiterhilft, dann ja, dann freue ich mich über dein Like unter dem Video. Dann freue ich mich über dein Feedback, über deine Erfahrung, über etwas Nettes, das du drunter schreibst. Und abonniere den Kanal und tätige die Glocke, damit du erfährst, wann das nächste Video wieder da ist. Und ja, reiche auch gerne die Videos weiter, wenn du was drunter geschrieben hast. Bringt es auch den anderen Menschen, dann andere können davon noch, ja, partizipieren. Heute geht es um Selbstwert, dein Selbstwertgefühl. Aber ganz kurz zu der Begrifflichkeit: Selbstwert wird häufig ein bisschen mit Fremdwert verwechselt. Also beim Selbstwert und beim Selbstwertgefühl geht es wirklich nur um deine eigene Wertschätzung dir gegenüber. Nicht um die Fremdeinschätzung, nicht um den Fremdwert, sondern wirklich nur um deinen eigenen Wert. Das heißt, wie magst du dich? Wie liebst du dich? Was schätzt du an dir? Also welchen Wert gibst du dir sozusagen selber körperlich, geistig in all deinen Lebensbereichen und wie du bist in deiner Persönlichkeit? Ja, das ist der Selbstwert und das Ergebnis ist immer das Selbstwertgefühl. Und heute geht es darum, einfach mal 2, 3 einfache Schritte auch dahin zu bekommen, das Selbstwertgefühl zu erhöhen. Und der erste Schritt, um ein höheres Selbstwertgefühl zu bekommen, ist der Fokus auf Dinge, auf die Dinge, die du magst an dir, auf die Dinge, die du wertschätzt an dir, die du gut findest, die du toll findest. Da, wo du dich liebst, diese Dinge, die sind gemeint und dein Fokus darauf gerichtet und immer wieder und immer mehr darauf gerichtet, was dir an dir gefällt, hilft dir auf jeden Fall, ein höheres, ein besseres Selbstwertgefühl zu bekommen. Und das ist immer das Ergebnis, das ist immer der Wunsch, dieses Gefühl zu haben des Selbstwertes. Den Selbst, den Wert von Dingen, die bestimmen wir immer wir nur selber. Es gibt ja keinen objektiven Wert, gut oder schlecht, sondern wir sind es, die die Dinge bewerten. Und genauso ist es auch beim eigenen Selbstwert. Deswegen der erste Schritt, schau auf, was dir an dir gefällt. Der zweite Schritt ist, achte einmal darauf, wie du über dich denkst, wie du selber über dich fühlst und wie du selber so mit dir umgehst, wie du über dich sprichst. Beachte das mal, achte mal darauf, jetzt ganz bewusst die nächsten Tage, die nächsten Wochen und dann wirst du ein Ergebnis haben, ob das eher positiv, wertschätzend, respektvoll ist oder ob du dich vielleicht ein bisschen niedermachst immer und eher schlecht findest. Und wenn du das bemerkst, dann erstmal neutral akzeptierst, dann geht es gleich zum dritten Schritt und der bedeutet auch, der dritte Schritt, sei einfach nett zu dir und gehe mit dir so um, wie du gerne hättest, dass andere Menschen mit dir umgehen. Das heißt, schenke dir selber den Respekt, schenke dir selber die Wertschätzung, die dir andere schenken sollten. Gehe mit dir genauso um, wie du mit deinem besten Freund umgehen würdest oder mit deinen Liebsten umgehst. Gehe mit dir selber auch so um. Ja, der erste Punkt ist, achte auf das, was du magst an dir. Der zweite Punkt ist, achte mal darauf, wie du dich selber behandelst. Und der dritte Punkt ist, behandle dich selber gut. Das kann im Denken sein, im Fühlen sein, das kann auch gönn dir was sein, das kann mach was Schönes auch mit dir selber. Und du wirst sehen, wenn du diese drei Punkte immer und immer mehr und vor allem bewusst wahrnimmst, dann wirst du auf jeden Fall kürzester Zeit ein erhöhtes Selbstwertgefühl haben. Ja, ich hoffe, es bringt dir ein wenig was, das Video, und ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderbaren Selbstwert und wünsche dir jetzt noch das Allerbeste und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, lass es dir gut ergehen, dein Jens Faber-Neuling. Tschüss.